Konnichiwa, ihr Chibis, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tech It. Ja, wir sind immer noch auf unserer wilden Hatz, um irgendwann mal da hochfliegen zu können. Und ich habe gemerkt, bevor wir da jetzt wirklich so mehr und mehr in die Vollen gehen können, haben wir ja hier dieses kleine Energieproblem. Jetzt ist meine Idee natürlich gewesen, einfach nochmal so ein Redstone-Energie-Dings hier ran zu klatschen, in der Hoffnung, da geht dann was. Ich wollte aber erstmal testen, wie es aussieht mit Batterien. Genau, hier, da habe ich es doch extra eingeblendet. Genau, dazu brauchen wir nämlich Compressed Tin und Redstone und Kohle. Nur wie ihr wisst, haben wir mit Kohle so ein bisschen Knappheit. Drum würde ich sagen, gehen wir mal kurz ein bisschen farmen. Machen wir nochmal ein Spitzhäckchen. Und dann, Sticks haben wir doch auch noch hier. Halt, nein. Oh, wie viel? Okay, das reicht. Wie sieht's denn aus mit den Speichern? Oh, müssen wir auch bald neue machen. Wenn da jetzt noch mehr dazu kommt, damit wir das auch eigentlich alles dann abspeichern können in unserem Lager. Ja. Ich höre eine Spinne draußen. Ja, wir brauchen jetzt erstmal Kohle. Dazu würde ich sagen, gucken wir mal hier bei uns selber im Keller nach, was da so ist. Und können dann auch gleich nach dem Energiehaushalt gucken und gucken, ob die Quarry noch am Buddeln ist. Sieht ziemlich mager aus, hat einiges verbraucht. Steigt aber langsam wieder an. Hier haben wir noch ein bisschen was drin. Hier wandert gut was. Sehe ich was, wie weit es noch geht? Ja, müsste bald fertig sein. Wie sieht's denn aus hier in den Kisten? Haben wir da vielleicht sogar schon ein bisschen Kohle? Nö. 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 Und nö. Sehr toll. Direkt auch das Eisen hier mitnehmen. So, ich habe auch mal nachgeguckt, ob das von im Tech-It Launcher oder halt hier in diesem Tech-It auch irgendwie gute Gerätschaften gibt zum Abbauen und so. Vielleicht irgendwie Bohrer oder irgendwie sowas. Bin ich jetzt aber nicht sonderlich fündig geworden. Vielleicht, wenn ihr da was wisst, wäre es voll cool, wenn ihr da vielleicht einfach mal in die Kommentare schreiben könnt. Wenn ihr beispielsweise selbst schon mal Tech-It gespielt habt, was ihr da immer verwendet habt. Und, ja. Wenn ihr da vielleicht dann den einen oder anderen Tipp für mich hättet. Wäre voll geil. Ich tiger jetzt einfach mal hier runter. Habe ich Fackeln mit? Nein, natürlich nicht. Was brauche ich für Fackeln? Ah. Kohle. Ja. Sehr toll. Top organisiert, Junge. Aufpassen, dass ich nicht hier von irgendwas überrascht und runtergeschmissen werde. Sehe ich da irgendwas Brauchbares? Eigentlich nicht, nee. Ist vielleicht auch gar nicht so sinnvoll, dass ich jetzt hier so... Ja, weil Kohle hat ja auch nur seinen bestimmten Level, wo es überwiegend zu finden ist, ne? Ziemlich weit oben eigentlich noch. Ach ja, Chibi. Nimm mal das Zinn mit. Soll nicht schaden. So, dann anstatt hier rumzubuddeln, gehe ich mal raus in die Prärie und gucke, ob ich da irgendwelche Höhleneingänge finde. Ich glaube, das ist fast geschickter. Ich glaube, das ist fast intelligenter. Hier gerade irgendwas Kohlemäßiges vorbei? Nö. Ich kann natürlich auch, das ist jetzt wieder typisch meine Verwirrtheit, hier einfach mal eben das Experiment durchziehen, das ich da irgendwie so mal hatte. Bezüglich des Energy Conduits oder wie das heißt. Ich glaube, war das? Kondu. Energy Conduit. Gucken wir mal im Lager, ob ich da noch welche rumfliegen habe. Und dann verbinden wir die Gerätschaften einfach mal mit unserer Hauptenergieversorgung. Conduit. Drei Stück. Ja, da kommen wir weit mit. Okay, was brauche ich denn, um das herstellen zu können? Lead Ingots, Redstone und normales Glas? Ja. Okay. Also.
Glas haben wir noch gut was. Lead müssten wir eigentlich auch noch haben. Jawoll, Träumchen. Und das Redstone haben wir auch schon dabei. Gut. Dann probieren wir das einfach mal aus und verkabeln das mal neu. Hoffentlich funktioniert das. Sparen wir uns nämlich direkt auch wieder ein bisschen Kohle. Ah, nochmal. 5 Einheiten davon. Jetzt geht das wieder los. So. Und Glas in die Mitte. Flop. Jetzt wandere ich dann da einfach mit dem Kabel da raus. Und hänge beispielsweise einfach mal hier das Maschinchen dran. Dann sehe ich ja schon, was passiert. Verbindet sich schon mal. Das weiß ich natürlich nicht. Energie voll. Der braucht ja Kohle generell. Und Energie voll. Es scheint also zu funktionieren. Sehr schön. Sehr cool. Verbindet sich auch mit den restlichen Kabeln hier. Coole Kiste, coole Kiste. Es funktioniert. Geilo. Trotzdem wäre ich dann scharf drauf, mir noch Batterien herzustellen, um einfach dem Maschinchen noch einen zusätzlichen kleinen Energiepuffer zu geben. Auch wenn das jetzt hier an der großen Anlage mit dran hängt. Das ist ja nicht schlecht. So, dann gehe ich mal eben kurz ein bisschen Kohle jagen. Wow! Hä? Da entsteht noch so ein Rudel rum und wartet nur drauf, dass ich da in die Richtung laufe. Scheiße. Meh. Das habe ich jetzt wieder sauber verkackt. Wenn du was willst, kommst du her. Dankeschön. Mann, 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 Mann. Jetzt wollen sie es wieder wissen hier. Das heißt, ich muss mich auch bald mal auf die Suche machen. Unseren Quarzblock machen, damit das hier wieder schöner aussieht. Scheiße. Ja, ja. So ist das. Nicht? Können wir den nicht wieder zusammenschichten hier? Nö. Kleiner Zombie im Augenwinkel gesehen. Nase juckt aber. Warte. Jetzt. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Gibt's hier irgendwo eine kleine Höhle oder so? Eine Mu, eine Mäh, eine Zombie. Da sieht's aus, als wenn da eine kleine Höhle kommt. Wow, also ein bisschen größer hätte es schon sein können. Vielleicht, wenn ich dem Verlauf hier so folge. Ne, da ist Ende. Ach ja. Da hinten vielleicht? Ich will doch nur ein bisschen Kohle, damit ich den Kompressor laufen lassen kann. Mensch. Nur mal kurz in die Richtung, ob da irgendwo was ist, aber. Ne. Ne. Dieser Seeds meint das nicht so gut mit mir, ne? Allein schon die Jagd nach dem Öl da so ewig. Wo da hinten sehe ich so einen komischen grauen Fleck. Was haben wir denn da? Kohle. Und kein Platz im Inventar.
super. Wo so ein Blümchen brauche ich ja gar nicht. Und tschüss. Denn, ab nach unten. Perfekt auf den letzten Meter. Aber zumindest eine etwas größere Kohleader gefunden. Und ein bisschen Eisen wieder. Nehmen wir das Kupfer auch noch mit. Da, oh ja, jetzt kommt doch was. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Sandstone. Mhm. Ja, sollte ich auch was mitnehmen. Das Drehen ist nicht so wichtig. Hi. Oh, da steht doch wieder ein Zambi mit Zombie, ein Creeper. Mensch. Komm, mach Bumm. Mach ganz Bumm. Jetzt hast du halt nicht Bumm gemacht. Selber schuld. Ah, ich habe die Blumen schon wieder dabei. Weg da. Jetzt habe ich die Blumen jetzt schon wieder dabei. Ich habe nur eine rausgeschmissen, ich honk. Ist auch nicht so wichtig. Das klingt fast, als wäre hier irgendwie... Oh Gott! Als wäre hier irgendwie ein Spawner oder so in der Nähe. Und noch so ein kleiner. Oh ja, und noch ein kleiner. Also, Tekkit macht mich echt fertig. Was hier los ist. Hammer. Lol. Black. Alter, was ist denn hier los? Oh! Mann, 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 Mann. Aber hier finden wir wenigstens unsere Kohle. Sehr gut. Jetzt habe ich natürlich nur keine Sticks und irgendwie ein Pfeil irgendwo einen Meter über mir fliegen. Aber die Location kann ich mir wenigstens merken. Und hier dann wieder zurückkommen, wenn ich wieder Kohle brauche. Komm her, du Kohle. Komm her, du Eisen. Brauchen wir ja auch sehr viel, damit wir eben dieses Stahl draus machen können. So. Rückzug ab nach Hause. Das ist noch mehr Eisen. Merken, merken, merken. Das ist ein gutes Fleckchen hier. Oh Gott, ich bin ja im Vogeln auch noch. Gar nicht aufgefallen. So, und hier jetzt letztendlich irgendwie hoch. Und ab zu unserem Häuschen oder unserer Fabrik. Unserem was auch immer. Mit dem dezent entstellten Eingang jetzt. Und dann machen wir uns, ich glaube, 2 oder 3 Batterien brauche ich. Und in der nächsten Folge
Würde ich dann fast schon sagen, gucken wir dann weiter Richtung diesem Sauerstoffkram, den wir brauchen für unsere Rakete. Aber jetzt machen wir erstmal die Batterien. Das heißt, wir brauchen hier ein bisschen Kohle reinstopfen und eben das Zinn komprimieren lassen. Machst du Krach? Danke. Klingt so ein bisschen wie die Mittagsglocke. Ist nicht fertig. Deng, deng. Ja, Lava wird schon weniger. Oh, aber die erste ist schon fast voll. Und ich meine, da gehen ja gerade mal 2 Mille rein. Da geht das Fünffache davon rein. Also, oh, ist noch Platz. Da geht noch was. So. Das kann sich nur noch um Stundeln handeln. Obwohl, geht eigentlich recht zügig. Wie viel brauchen wir denn davon? Wir brauchen letztendlich 5 pro Batterie. Wir haben sogar noch eine da, von dem her. Blub. So, so und so. Jawohl. Wir haben eine Batterie fertig. Die können wir jetzt beispielsweise direkt hier einsetzen. Die müsste sich dann auch laden. Müsste sich auch laden. Tut sie nicht. Vielleicht hier? Nein. Müssen wir die vielleicht im Generator laden? Eigentlich auch nicht. Brauchen wir dafür ein spezielles Ladegerät vielleicht? Wie kriege ich die geladen? Upgrade Batteries. Steve Cards. Gucken wir mal bei Galaktik rein. Was haben wir denn da Schönes? Oxygen Compressor. Bubble Distributor. Fuel Loader. Oxygen Sealer. Das ist auch ein nettes Gerät, dieser NASA Workbench. Brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Oder NASA. Detektor. Cargo Unloader. Loader. Parachest. Energy Storage, Energy Furnace, Electric Furnace, Kompressor, Electric Kompressor, oh, der wäre vielleicht auch nicht schlecht. Dazu brauchen wir 4 Steel, Bronze, ein Advanced Wafer und 2 Wire. Dann haben wir nämlich hier, und ein Anvil, dann haben wir nämlich hier auch das Schöne, dass wir hier dann auch keine Kohle mehr verheizen. Und wir haben sogar noch 2 Steel. Ein Träumchen. Brauchen wir eigentlich nur noch 2-mal mehr Steel. Wie geht Steel nochmal? Steel Ingots. Und die gehen aus Steel Dust. Und da brauchen wir wieder Kohle wie Sau. Nee. Das heißt, wir brauchen noch 4 Steel. 4 Steel. Wo ist die Kohle? Da. Geht sich genau aus. Meine Güte. Habe ich noch? Jetzt haben wir natürlich kein Eisen dabei. Eichen. Iron. Kann irgendwas einlagern, was ich nicht brauche. Das kann weg. Das kann weg. Das. Weg. Redstone brauche ich noch. Basic Wafer kann weg. Das brauchen wir. Aluminium kann weg. Das kann weg. Okay. Schön, so ein Lager zu haben. Recht toll. Oh. Ach ja, sehe ich auch. Jetzt ist erst eine Platte voll. Und wir haben noch 2 auf Reserve. Sehr gut. Okay. So, hier wieder das Spielchen. Das schmelzen wir jetzt wieder ein. Dann war es noch diesen Advanced Wafer. Den bekomme ich, wenn ich einen Diamanten und einen Redstone Repeater und Silikon und Redstone reinschmeiße. Wie geht denn so ein Repeater? Repeater. Ein Repeater. Redstone. Okay, das ist alles kein Problem. Stone. Okay. Machen wir das Ding noch fertig. Stone. Dit. Und dit. Dann brauchen wir ein Diamond.
geht uns auch langsam zur Neige. Und Silikon. Ja. Damit den Stahl. Den jagen wir jetzt auch in den Kompressor. Viel Spaß damit. Kohle ist noch genug drin, jawohl. So, jetzt kommt der Diamant dahin. Der Redstone dahin. Der Repeater muss erst gemacht werden. Da war das. Und das Silikon hier. Schön gemacht hier so mit Anzeige. Wegen der Batterie muss ich mich mal noch erkundigen. Ein bisschen recherchieren. Wie wir das genau hinkriegen. Und ein Anvil war das, glaube ich, doch, ne? Ja. Kompressor. Genau, ein Anvil. Und Compressed Bronze brauchen wir noch. Das kriegen wir raus mit Bronze Ingot. Das kriegen wir raus wiederum mit Bronze Dust. Und das kriegen wir wiederum mit Kupfer, Zinn und... Ja, Kupfer und Zinn. So. Anvil. Brauchen wir noch mehr Eisen für. Iron. Mensch, da war ja viel. Nee, wie war ein Anvil? Jetzt komme ich gerade durcheinander. Drei Blöcke von Eier. Ja, dachte ich mir doch, nicht? Das ist ein bisschen mehr. Iron. Komm her hier. Denn haben wir denn noch Bronze? Ja, aber nicht so viel, was eigentlich brauchen wir. Ja, shit. Copper. Und was war das? War das Aluminium oder war das Zinn? Zinn. Okay. Zinn. So. Das Eisen schmeißen wir rein, damit das wieder den altbekannten Weg hier nimmt. Dem. Genau, dann können wir hier schon mal die paar. Eigentlich brauche ich da zwei von. Das schmeißen wir in den Ofen. Wenn es denn darf. Jetzt der natürlich hier übelst am Ackern. Komm, heiz den Kram durch. Will schnell was zwischenschieben. Danke. So. Blup. Alles da drin. Jawoll. Sehr gut. Okay. Müssten wir jetzt durchaus schon wieder einen Schwung hier haben. Ja, dauert ein bisschen. Derzeit können wir schon mal die drei Dings hier machen. Den Anvil fertigstellen. Perfekt. Tinkers Alloy. Oh. Hoffentlich geht das damit auch. Hoffentlich geht das auch. Sonst heißt es wieder Houston, wir haben ein Problem. Er macht was. Lass es Bronze sein. Lass es Bronze sein. Bitte, bitte, bitte. Komm schon. Komm schon. Und? Yes. Perfekt. So, wir haben den Anvil, wir haben die Dinger, wir haben die Dinger, wir haben das Teil. Was war es noch? Genau, das Aluminiumkabel haben wir noch im Inventar. Sehr gut, das heißt, wir können den fertigstellen. Anvil. Dit. Und den hier. Und das da. Und das Kabel links und rechts. Perfekt. Dann gucke ich mal, ob ich mit dem Ding hier auch dran rumfummeln kann. Und stellen jetzt den elektrischen dahin. Zack.
Natürlich die Frage, wo hat er seinen Anschluss? Wahrscheinlich auch auf der Seite. Das heißt, ich müsste ihn... Ja, ich kann ihn eigentlich hier hinstellen. Genau. Und er verbindet sich. Hat Strom. Und wenigstens einen Kohleverschwender weniger. Sehr schön. Ja. Dann gucken wir mal, was wir in der nächsten Folge Schönes anstellen. Aber für diese hier soll es erstmal gewesen sein. Von dem her, wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen nach oben wäre eine geile Sache. Ansonsten Kommentare ab unter die Beschreibung, unter die Beschreibung und das Video quasi. Abonnieren, falls noch nicht geschehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.